Yo Leute, was geht? Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist kurz vor 7, ein neuer Trip startet. Ich habe alle meine Sachen hier gerade zusammengepackt. Jetzt geht's los zum Flughafen. Wir sehen uns. Treffe ich Flo am Flughafen. Mit dem bin ich das letzte Jahr auf den Faröer Inseln gewesen. Schaut nochmal vorbei. Bahnsteig der Linie U3 in Richtung Schlump Barmbek. Leute, was geht? Gerade in Manchester gelandet. Wir haben hier alles am Start. Flo ist am Start. Wetter ist gut, trotz Dezember. 10 Grad. Gleich holen wir unser Auto und dann geht's direkt raus aus England nach Wales. Da, Leute, natürlich nicht den Volvo. Aber auch schön. Hauptsache ein Auto am Start. So, Leute. Alles andersrum. Kein Lenkrad hier am Start. Um ehrlich zu sein, haben wir noch gar nicht so richtig einen Plan, wo wir eigentlich hier genau hinfahren wollen. Aber wir würden jetzt erstmal einfach nach Wales fahren. Hammer, Alter. Bestes Auto. Ja, Mann, da fahren wir jetzt hin, für die Leute, die es interessiert, Richtung Nationalpark Snowdonia. Leute, mittlerweile sind wir in Wales schon angekommen, beziehungsweise sind einfach durchgefahren. Die nächsten Tage war 100% Regen angesagt. Schaut euch das hier an, ein klarer blauer Himmel. Leute, Mann, wir sind jetzt quasi an der nördlichsten Spitze vom Nationalpark und hinter den bunten Häusern beginnt das Ganze. Bisschen geschmeidig hier, Alter. Ja. Also in so einen Schlag. Junge. Ja, Leute, schön walisischer Schinken hier am Start. Brötchen, jetzt kleines Picknick und dann geht's gleich nach draußen. Ah, oh, Leute. Ja, Mann, mittlerweile sind wir in Snowdonia angekommen. Ja, Leute, heute Morgen noch in Hamburg aufgestanden und jetzt haben wir es Mittag. Und wir sind einfach schon wieder mitten im Nirgendwo. Mega die geile Landschaft hier, Mann. Herrlicher Spot hier. Die krasse Landschaft hier, ohne Witz. Ich hatte Wales ehrlich gesagt vorher nie auf dem Zettel. Ja, Leute, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Llyn-Edwal. Das soll ein See sein, ungefähr 1,5 Kilometer. Da wandern wir gerade hin. When our worlds collide, light a fire inside. Das war nice. Ach, richtig schöne walisische Kekse, Leute. Ja, 3 Minuten bis zu unserer Unterkunft. Glücklicherweise ist der Pin gerade eben eingetroffen. Jetzt haben wir auch unsere Wohnung. Machen wir uns gleich erstmal schön lecker essen. Und dann werden wir uns einen Plan für morgen schmieden, was wir uns genau alles angucken werden. So, Leute, wir sind auf der Suche nach unserer Unterkunft. Gucken wir, ob es dieses Mal hin hat. Yay! Nice. Geschafft. Leute, Mann. Richtig schicke Bude. Alter, richtig die geile Unterkunft, Mann. Und das alles für 25 Euro die Nacht. Ey, das Geile ist meine Wohnung zu Hause, Mann. Mega nice. So,
folgende Situation. Wir haben eingekauft zum Kochen. Das Problem ist nur, in unserem schönen Apartment, da gibt es kein Salz, keinen Pfeffer. Also müssen wir was tun. So, Max duscht gerade und ich mache mich mal auf die Suche. So, mal schauen. Da lang. Das hier sieht nach einem Restaurant aus. Gucken, ob die mich reinlassen, so wie ich aussehe. Vielleicht haben die ein bisschen Salz und Pfeffer, was sie uns spenden können. Mal probieren. Hallo. Hi. I have a bit of a weird request. We're having an apartment over there. Yeah. We're trying to cook some food. We don't have any salt or pepper. Do we maybe have some salt and pepper you can give to me? Oh, it will be awesome. Please, do you salt and pepper? Oh, there we go. Thanks so much. Awesome. Thanks so much. Thank you. Bye bye. Erfolgreich Salz und Pfeffer bekommen. La Marina Restaurant. Halt's Maul, wie geil, Mann. Leute, Alter. Perfekt. Beste Leben, Salz und Pfeffer. Ey, krass. Einen guten Appetit und ich warte noch auf meinen Burger, dass der gleich mal fertig ist hier. Auf das Brot. Geiler Scheiß, da kommen jetzt die Frikadelle rein. Jo Leute, für uns ist jetzt Zeit ins Bett zu gehen. Wir waren jetzt doch wieder ein bisschen länger wach, als wir eigentlich sein wollten. Nichtsdestotrotz haben wir alles für morgen vorbereitet. Morgen früh geht's auf den höchsten Berg von Wales. Falls ihr das Video bis hierhin gesehen habt, schreibt einfach mal Hashtag Bananen in die Kommentare. Die werden wir morgen brauchen bei unserer Gipfelbesteigung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh, macht's gut und bis dann. Ja Mann, an dieser Stelle nochmal eine ganz kurze Mitteilung von mir. Ich wünsche euch natürlich frohe Weihnachten. Ich bin gerade damit fertig geworden, das Video zu schneiden. Ich bin jetzt gerade wieder zu Hause. Hier hat vor ein paar Jahren das Ganze so angefangen und ihr seht's an meinem Pulli. Ja Mann, den habe ich gestern zu Weihnachten von Ria bekommen. Ja, die Rückseite ist auch richtig nice geworden. Von diesem Ja-Mann gibt es ja auch schon die Cap und viele von euch haben gefragt, oh, wo gibt es die Cap her und so weiter. Wir sind dabei dran, vielleicht können wir die bald so in kleiner Stückzahl rausbringen. Ja Mann, und weil jetzt gerade Weihnachten ist, dachte ich mir, machen wir einfach nochmal so ein kleines Gewinnspiel und ihr könnt 3 von diesen T-Shirts gewinnen. Also schreibt einfach unter das Video, was war euer Erlebnis 2018, was war euer Highlight dieses Jahr. Unter allen Stories, die ihr mir als Kommentar schreibt, werde ich 3 von diesen T-Shirts verlosen. Die Stories, die mir am besten gefallen haben. Also Leute, gebt euch Mühe und würde mich freuen, wenn ich ein paar Geschichten von euch lesen kann. Vielleicht inspiriert mich das wiederum für nächstes Jahr für einen neuen Trip. Und ja, Mann, und ich werde mich bemühen, dass von Wales noch mehr Videos kommen.